Hey Leute, willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Letztes Mal hat uns Bonnie ein wenig auf der Farm hier eingewiesen und wir wollen ihr natürlich noch weiterhin Gefallen tun, denn wir schulden ihr noch 15 Dollar. Und machen direkt mal weiter mit den Missionen. Da vorne geht's weiter. Wir könnten noch zum Marshall gehen nach Amadillo, aber wir sind hier noch was schuldig. Deswegen, dies ist Amadillo. Ah, Mr. Marston, how are you? Good, Mr. McFarlane, how are you? I'm well. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Of course. You can take the reins. It wouldn't do for a terrifying bounty hunter such as yourself to be seen driven around by a woman. Och, take the reins, Mr. Marston. Als wäre das so schlimm, ne? Also, warte, kurz Bock. Okay. You're looking much better, considering you were almost buzzard food a couple days ago. I have you to thank for that, miss. So do tell me, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Die Gespräche sind super, Leute. Ja. Na, geht das mal weiter? Ansonsten schaue ich, dass ich... It's kind of funny I found you dying on the side of the road and now you're driving me into town. You have a strange sense of humor. Well, you must admit, it's an unusual start to a friendship. I didn't realize we were friends, Miss McFarlane. Oh, please. Now who's being funny? Listen, I know that business with Williamson is your business, but I don't know. You've been good to us, and I don't think you're a bad man. A little stupid, perhaps, but not rotten. I just worry about you gallivanting around these parts like you're some kind of deranged bounty hunter. Like Paul always says, don't go waking snakes. I appreciate your concern for us lesser mortals, Miss McFarlane. I really do. And if there was any other way out, I'd take it. I can assure you of that. Ich finde das klasse, dass sie sich unterhalten die ganze Zeit. Das bringt so ein bisschen Leben rein in die Fahrt. You never did tell me where you live. I have a small holding up in Great Plains. A farmer? Yeah, and I'm the Queen of England. And at what point during your day of hunting down outlaws do you find time to raise chickens? Only been at it 3 years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me? So who's looking after this farm of yours right now? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back. And I didn't have a lot of choice. I'd be getting back there if I was you. That's what I'm trying to do, miss. Okay. Hat ja gut gepasst. So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. Das Gürteltier Armadillo. Sehr gut. The most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. First one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. I'm sure you shall. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Meet me in front of the general store when you're done. Ich mag's, wie sie redet. Dieser Cowboy-Slang ist jetzt echt nicht so meins, aber sie macht das sehr gut. Die Sprecherin, meine ich. Gefällt mir echt. Not feeling ill, I hope. Need some... Medizin kaufen. Ach, die ist gratis. Cool. Thanks a lot. Okay. Ah, Medizin und andere Verbrauchsgüter. Da haben wir's. Stellt die Gesundheit komplett wieder her. Ah, alles klar.
Wo sehe ich denn meine Gesundheit? Habe ich keine. Bonnie! Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And the little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Das ging aber schnell mit dem Zeug. Ah, die Postkutsche. Ja, okay. Kostet das nicht auch Geld? Sehr gut. Was haben wir denn hier? Hot and cold baths. Oh, da kann ich baden gehen. Geil. Erstmal in den Saloon, oder? Saloon? Kann ich da rein? Da? Ah ja. Na, alles klar. Hallo. Was kann ich denn hier machen? Ah, hier kann ich Poker spielen, okay. Ach, das kann ich kaufen. Nee, kann ich nicht. Ich habe kein Geld. Haha. Geschäfte haben neue Utensilien im Angebot. Oh, jetzt fängt es langsam. Also, ja, jetzt geht's wahrscheinlich los, damit mich zu erschlagen. So. An. Oh Gott, Five-Finger-Filet. Was ist das denn? Ist das dieses Messerstechen zwischen den Fingern? Ich sage, jetzt kommt auf einmal die ganze Schoße auf mich zu und jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal gucken, wie alles funktioniert. Wie der guckt. Oh Gott, was macht das? Gib dir Glück, erbeutete Anzahl von Objekten und Geld um 20% erhöht. Wow. Ein Camp. Ein Platz zum Ausruhen füllt Munition für jegliche Art von Waffen auf, falls du keine mehr hast. Alles klar. Zeigt alle Kräuter in der Umgebung für 20 Minuten auf der Karte an. Stellt die Ausdauer deines Pferdes wieder her. Alle wichtigen Informationen zu Gaptooth Ridge. Das ist ja nett. Pferdepillen. Erhöht die Ausdauer für Pferde. Aha. Krank aussehendes dunkelbraunes Pferd, langsam. Ja, von Parasiten befallener Adena hört sich. Cleveland Bay. Ja, das sind jetzt alles Pferde, ja. Warte mal, Streitross. Spezielles dunkelbraunes Pferd mit leichter Mähne, schneller und stärker als normale Pferde. Kentucky Saddler, ungarisches Halbblut und American Standard Breed. Ach, da sieht man noch die Sterne dran. Seht mal, das sind 2 Sterne und das sind die 3-Sterne-Pferde. Cool. Gibt es hier ein paar Aufträge für mich vielleicht? Ich gehe mal zum Marshall, vielleicht weiß der ja was. Oh, da kann ich... Ist das ein Waffenladen? Ein Waffenladen. Hallo, guter Mann. Zeigen Sie mal. Patronengurt? Ah, Munitionskapazität. Älteres Modell einer Lever-Action-Pistole. Fast mehr Kugeln als ein normaler 6-schüssiger Revolver. Doppelläufige... Alter Verwalter, was hier alles gibt. Was bitte? Sprenggewehr? Scharfschützengewehr, Schrotflinte, Repartierer. Boah. Winchester Repartiergewehr. Vielseitiges Repartiergewehr aus einer langen Reihe von Lever-Action-Waffen. Ohne Durchschlagskraft und gute Reichweite. Fast 4 Munition. Nee, ohne. Nicht ohne. Ich kann wieder nicht lesen. Was ist da los? Alles klar. Nee, das gefällt mir schon sehr gut. Waffen kaufen finde ich doch immer klasse. So, beim Doc war ich schon. Ich weiß, was es da gibt. Ich gebe dir gleich das Wort. Ins Gesicht. Was willst du, ha? Huh? Was willst du? Kann ich dir meine ballern? Ich kann ihn umschubsen, wie geil. Ey. Wie kann ich denn dann... Kann ich dir meine hauen? Ach, guck mal, da. Faust, Junge, Faust. Au. Bodenattacke. Jawoll, ich hau dir aufs Maul. Oh Gott. Kann ich ausweichen? Jawoll. Na? Gib's dir auf. Ich kann noch reintreten.
Na? Ey, alles cool, ja? Au. Na, gibst du auf, du Penner? Gib auf. Okay, ich hab gewonnen, habt ihr alle gesehen, ja? Pennergesicht. Gibt's ja immer noch nicht auf. In die Fresse! Pennergesicht, jetzt hör mal auf! Steht ja zwischen die Beine! Das ist hoffentlich genug. Ich hab keinen Bock mehr, mich mit dem zu balgen. Ich geh mal zum Marshall. Was willst du von mir? Verzieh dich jetzt, Alter! Hier, komm her! Na? Gibst du jetzt auf? Du bist so ein Pennergesicht! Ist gut jetzt! Der gibt echt nicht auf, da will er mich versohlen, warum auch immer. So ein Blödmann. Politische Realitäten in Armadillo. Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Shut up, you. Now, what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Apparently so. Why? I guess because we're both in the business of the law. You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of them Williamson boys. Calm down. Go on, shoot him, mister. Shoot him. Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? I got me one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. You must be the man from Blackwater. Yes, sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. Johnson, sir. And you. Oh, I done seen enough of your hide around here, friend. I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore, dickhead. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputies. I'm here to capture or kill Bill Williamson. Okay. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong with you? Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. My cause is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Whole world has problems, mister, and I'm here doing what I can. Why? What's happening? Right now? I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the backcountry. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. That's all I got today. But it's early yet. Give me a couple more days. There'll be more. All right. Tell you what.
Let's go deal with them hoods in the saloon. Then we'll discuss Williamson. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Only when things matter. Wow. Die Dialoge sind echt super. Bob. Entschuldigung. Alles gut, Marshall. So who are we looking for? Bunch of two-bit hoodlums, led by this fella called Walt. Goddamn road agents who prey on the stages coming in and out of town. Drivers and armadillos spend more time with their hands in the air than on the range these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. But the way I figure it, better they're carousing in there than out robbing decent folk. That's an interesting approach to law enforcement. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Oh, das sehe ich doch schon, das ist der Totengräber da hinten. Dumb rat bastard now. Let's follow him. See what kind of hole he crawls into. Let's go, Marston. I've been after that son of a bitch for months. God damn it, he's on to us. Get after him. Na komm, Pferdchen. Braves Pferdchen. Nicht umlegen, okay. Let's go. Yeah. If Walton's as bad as you say he is, why don't we just beef him now while we got the chance? Because that ain't how the law works. Is that right, Marshall? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Walton's gang's been growing fast. Outlawing's easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Ah, cool. Das mit dem Pferd ist nett. Na komm, Marshall, den kriegen wir. Ja. Das Versteck ist aber schon ganz schön weit weg, du. Oh, Vorsicht, Kakteen und alles. Looks like he's holed up at the old Pleasant's house. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Whoa, whoa. Okay. Ich will schießen. Oh wow. Habt ihr ja gut gemacht mit Anschleichen. Take cover. We'll work our way up this hill. Over here, pussyfoot. Oha. Take cover behind that wagon to your right. Oh, Deckung. Oh, was machst du denn? Nee, die Steuerung ist ein bisschen ungewohnt. Autsch. Du Arsch. Get to that crate. I got you covered. Okay. Watch out for that bastard behind the rock. Bam. Ins Gesicht. Move up to that rock. I'll keep you covered. Na, ich glaube nicht, dass es uns. Oh, Revolver hält. Habe ich schon erreicht. Hududu. Ja. Bam. Now get behind that outhouse. Ain't sure we seen the last of them. Nobody. Stay close. I'll back you up to hell's back door. Oh, kann ich den überhaupt treffen so? Haha. Oh, der lebt noch. Wow, wie kann der noch leben? Sehr schön. Kann ich die durchsuchen? Okay. Wie soll ich das denn machen? Ah, Leichen plündern. Warte. Au. Au. Wie soll ich denn das machen?
Warte. You're letting him escape, Arson. Ich box den. Oh. Wie hätte ich den jetzt... Okay. Wie kann ich den dann lebend fangen? Sag mal, ins Bein schießen oder was? Vielleicht die Hände anschießen? Oh my good God. Ah, du Arsch. Oh, da ist er tot. Na, ja, sehr gut. Hoppala. Ich hab das Tier getötet. Das tut mir leid. Okay, ich versuch's. Hab ich ihn? Oh, wie gut. Ich hab ihn geschnappt, lebendig sogar. Not a bad shot, Mr. Marston. Why don't you check in with me next time you're in town? I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend. I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Cool. Auftrag erledigt. Und es gibt sogar noch Geld dafür, hoffe ich, oder? Komm, gib mir Geld. Jetzt. Bitte. $20. Whoop. 26. Da kann ich ja Bonnie die Schulden zurückzahlen. Alles klar, Leute. Ich würde sagen, wir machen uns ganz gut als Kopfgeldjäger. Jetzt weiß ich ja, dass man ihnen in die Beine schießen kann. Ach guck mal, es geht doch positiv und negativ in die Ehre. Na gut, Leute, lasst mir ein bisschen Liebe da und wir sehen uns wieder zu Red Dead Redemption.